Ich habe jetzt da den, wie heißt der, von Broich da, oder ist er ein guter Fußballer da? Gegen die Schotten Thomas gesehen. Broich, der Thomas, ist gut. Der ist ein guter Fußballer. Ja, der kann richtig Fußball spielen. Boah, das sieht alles so leicht aus, ne? Ja, genau. Er ist leichtfüßig. So Dinge wie Freiheit oder Identität, Moral, das hat Tiefgang, das Ganze. Und das ist was, was in unserer Gesellschaft oft viel zu kurz kommt. Da steigst du bei ihm mal ins Auto ein und dann hörst du auf einmal was von Mozart und so. Und da denkst du dann schon manchmal, was mit ihm heute los ist. Es gibt aber auch Situationen, wo ich dann sage, naja, jetzt müsste man kein Buch lesen. Da liest du aber trotzdem, ne? Sei es im Ermüdungsbecken oder in der Halbzeit oder sonst wie. Ich äußere mich in Interviews nicht mehr über diverse Nebentätigkeiten. Ich erzähle denselben Scheiß wie vielleicht 70% der Mannschaft und es scheint zu funktionieren. Wo ich immer gesagt habe, es ist so schade, da habe ich so ein gescheites Kind und dann spielt er Fußball. Da war wieder ein bisschen was von dem Thomas Broich, den ich eigentlich auch kannte irgendwo und der jetzt ja wirklich verschollen war. Aber jetzt rede ich eigentlich schon wie Lothar Matthäus. Ne? Komm, das müssen wir anders machen.